Grazie per i non Vielen Dank für die Fraktionslosen. Herr Stadler, 1 Minute 30. Frau Präsidentin, diese makroregionalen Zusammenschlüsse schöpfen ja aus einer uralten, zum Teil uralten historischen Verbundenheit. Und es ist daher kein Wunder, wenn ausgerechnet ein erfolgreiches Modell wie etwa die Makroregion Donauraum hier als Muster angeführt wird und jetzt mit dem Alpenraum ein weiteres Gebiet angesprochen wird, das sich auf dem Gebiet der ehemaligen Donaumonarchie befunden hat. Hier sind zum Teil sehr, sehr jahrhundertealte, sehr alte historische Identitäten und Verbundenheiten vorhanden. Zugleich stellt sie aber auch die Möglichkeit dar, mutwillige Teilungen zu überwinden, etwa jene des historischen Landes Tirol, das schon seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, auch mit der Region Trentino, aber wo jetzt diese makroregionalen Zusammenarbeitsebenen im Rahmen einer auf der Basis einer neuen Strategie diese Zusammenarbeit verdichten kann und damit eine Unrechtsteilung überwunden werden kann, zumindest faktisch überwunden werden kann. Das ist für die Wahrung der Identität, aber auch für die ökonomischen Entwicklungspotenziale in diesen Gebieten von enormer Bedeutung. Und daher ist, glaube ich, diese Strategie zu begrüßen, zumal sie endlich auch der Alpenkonvention aus dem Jahre 1991 neues Leben einhaucht. Ich glaube, dass das ein guter Rahmen ist und bin überzeugt davon, dass das ein sehr, sehr erfolgreiches und mustergültiges Projekt werden wird. Grazie, ora la parola. Vielen Dank. Dann jetzt Herr Dorfmann, 3 Minuten. Grazie, signor Presidente. Geschätzter Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Europa hat Großregionen, die vernünftigerweise